Aufnahmelampe leuchtet, Mikrofon flackert. Ich hoffe, da ist jetzt ein Ton drauf. Ich verspreche erstmal gar nichts, was diese Aufnahme angeht. Das Einzige, was ich Ihnen verspreche, Sie werden hier nicht drauf zu sehen sein. Die Kamera ist ausschließlich auf mich gerichtet. Und solange Sie mir keine Fragen stellen, wird auch Ihre Stimme nicht zu hören sein. Also der Datenschutz ist gewahrt. Sollten Sie da Probleme haben, sprechen Sie mich einfach hinterher drauf an. Ja? So, insofern, nachdem ich mich jetzt schon hundertprozentig blamiert habe, herzlich willkommen zu unserer sehr vollen Veranstaltung Kosten- und Leistungsrechnung in diesem Semester. Mein Name ist Jan-Hendrik Meyer, ich bin der Professor für ABWL und Kostenmanagement an diesem Fachbereich. Warum ist es heute hier so voll? Ja, wir haben einfach zu wenig Personal. Und deswegen haben wir jetzt ausnahmsweise mal hier ein Großgruppenkonzept. Ansonsten haben wir immer ein Kleingruppenkonzept. Wir haben uns allerdings bemüht, zumindest die Übungen doch in kleinere Gruppen aufzuteilen. Da gibt es immerhin zwei. Bei Frau Stahl, die sind verblockt. Ich weiß, dass die beiden bereits voll sind. Also die Anmeldetools haben wohl irgendwie gemeldet, die sind beide voll und es hat auch nicht jeder Student dort einen Platz bekommen. Das heißt aber nicht, dass sie da nicht unterkommen. Ich würde die Studenten, die jetzt in keine der Gruppen reingekommen sind, bitten, sich schlicht und einfach an Frau Stahl zu wenden. Gehen Sie einfach beim ersten Mal hin. Frau Stahl darf natürlich den Raum nicht voller machen, als es die Platzzahl zulässt, aber ansonsten werden wir sehr kulant sein. Das sollte ja überhaupt kein Problem sein. Also Sie werden alle in eine Übungsgruppe reinkommen. Weiterhin gibt es diese Veranstaltung ja komplett gespiegelt auf Englisch mit Übung, mit anschließender Übung. Das findet heute hier nach direkt statt, eine Etage tiefer. Also eigentlich reicht Schulenglisch, um mich zu verstehen. Ich bin ja jetzt selber kein Muttersprachler, ich glaube aber, dass ich das ganz ordentlich mache. Hin und wieder fehlt mir auch mal ein Wort, dann lachen wir gemeinsam drüber. Und dann kriegen wir das, glaube ich, auch auf Englisch hin. Insofern seien Sie herzlich eingeladen. Was die Prüfungsleistung angeht, wer sagt, okay, ich kann den Meier auf Englisch verstehen, aber ich möchte gerne die Klausur auf Deutsch schreiben. Das geht auch. Machen Sie das gerne. Sie können dann die Klausur auf Deutsch schreiben, ist überhaupt kein Thema. Sie kriegen dann aber natürlich als Leistungsnachweis den deutschsprachigen Kurs ausgewiesen in Ihrem Zeugnis und nicht den englischsprachigen. Gut, lassen Sie uns kurz über die Organisation sprechen. Das sind die Punkte, die ich gerne mit Ihnen in diesem Semester durchgehen möchte. Das ist im Wesentlichen dreigeteilt. Wir haben hier einmal einen Überblick, das gibt es doch auch auf Deutsch. Nein, gibt es nicht. Im nächsten Foliensatz. Wir haben erstmal einen Überblick, was wir eigentlich erreichen wollen mit der Kostenrechnung, mit ganz, ganz viel Theorie. Ich persönlich bin immer der Meinung, das ist relativ wichtig, weil ich kann Ihnen bis ins Tausendste runterbeten, wie man bestimmte Prozesse abarbeiten muss. Aber das wird Sie nur zu einem Sacharbeiter ausbilden und nicht zu einer Führungskraft. Von einer Führungskraft, von einem Akademiker, wird erwartet, dass er das Große und Ganze verstanden hat und dass er die Hintergründe versteht. Deswegen mache ich die Hintergründe als erstes und versuche dann daraus abzuleiten, was denn dann in der Praxis richtig ist. Damit Sie wirklich dann auch hinterher als Akademiker diese Hochschule verlassen und nicht als Sachbearbeiter zum halben Gehalt. Davon möchte ich Sie gerne bewahren. Sollten da Fragen zu sein, später zur Theorie, scheuen Sie sich bitte nicht, die zu stellen. Dafür bin ich ja da und ich möchte die auch gerne alle beantworten. Danach gibt es zwei große Blöcke. Diese zwei großen Blöcke unterscheiden sich danach, was wir eigentlich erreichen wollen. Grob unterscheiden die sich. Einmal möchten wir rationale Entscheidungen treffen. Was heißt rationale Entscheidungen treffen? Na, im Wesentlichen ja richtige. Ne? Richtige Entscheidungen treffen. Das tun wir weitestgehend alleine. Das muss jeder Kaufmann machen, auch wenn er vollkommen alleine in seinem Betrieb ist. Der muss rationale, richtige Entscheidungen treffen und die Kostenrechnung soll dazu beitragen. Das ist der Block 2, Direct Costing und Optimization. Da steht es auch hinter Accounting for Decision Making, also Rechnungswesen zur Entscheidungsunterstützung. Dann haben wir die Vollkostenrechnung hier unter der Überschrift 3. Da geht es im Wesentlichen darum, wenn Sie eben nicht mehr alleine sind, wenn Sie Angestellte haben, dann delegieren Sie ja an die Angestellten Arbeit, aber Sie müssen auch kontrollieren, ob die richtig gemacht wird. Insofern haben wir da Accounting for Delegation and Control, also Rechnungswesen für die Delegation und Kontrolle von Arbeiten, aber auch von Entscheidungen.
Sie delegieren auf den einfachen Sachbearbeiter Arbeit. Sie delegieren aufs mittlere Management auch Entscheidungskompetenzen. In beiden Fällen müssen Sie entscheiden, ob das richtig ist. Das machen wir im Rahmen der Vollkostenrechnung. Sie sehen hier im zweiten Block, Direct Costing and Optimization, sehen Sie einen großen Block Operations Research. Operations Research ist im Grunde der mathematische Teil der BWL. Da geht es um Optimierung von allen möglichen Entscheidungen. Da werden wir viele Optimierungsverfahren anwenden. Das ist auch der Grund, warum das ein bisschen atypisch hier vorangestellt ist, weil viele Studierende, naja, sagen wir mal, mit der mathematischen Vorbildung ihrer Schule nicht so zufrieden sind. Und damit sie ein bisschen mehr Zeit haben vor der Klausur, haben wir jetzt die schweren Teile nach vorne gestellt und die relativ einfachen nach hinten. Also Kopf hoch, es wird leichter. Ja? Okay, das möchte ich kurz mit Ihnen zur Organisation durchgehen. Wir machen es einfach mal. Also vorgestellt hatte ich mich bereits. Das hier ist mein Brot- und Buttergeschäft, die Kostenrechnung. Deswegen auch Professor für Kostenmanagement. Ich forsche auch im Bereich Rechnungswesen, ich forsche im Bereich M&A und im Bereich der Kapitalmärkte. Ich glaube, dass ich dafür ein Fachhochschulprofessor auch recht erfolgreich bin. Viele Studenten beteiligen sich auch an dieser Forschung. Also vielleicht ist das für Sie, ist das alles noch in weiter Ferne, aber wenn es mal auf die Bachelorarbeit zugeht, freue ich mich, wenn Sie da auch Lust haben, da mitzumachen. Die eine oder andere Veröffentlichung trägt auch inzwischen in der Co-Autorenschaft Studentennamen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich die Studenten so weit gebracht habe. Ja, das ist die Frau Stahl. Frau Stahl saß vor wenigen Jahren selber hier im Hörsaal, ist mittlerweile bei Dataport und ist hier als Lehrbeauftragte und übernimmt die Übung. Das ist ganz interessant, was sie macht. Also sie forscht eigentlich im Bereich Credit Default Swaps, da schlägt mein Herz höher. Sie macht aber auch E-Sport. Finde ich genial. Ne? Total gute Werbung, das E-Sport zu nennen. Hätte es den Begriff zu meiner Zeit schon gegeben, wenn meine Eltern gesagt haben, Jan, daddel nicht so viel, da hätte ich gesagt, hey, ich mache E-Sport, ich daddel nicht. Ich glaube, das wäre schon cool gewesen, aber ja, also wenn Sie dazu Fragen haben, ist Frau Stahl bestimmt auch gesprächsbereit an der Stelle. Der Herr Schüller, der ist auch noch da, der übernimmt die Gruppe für die Wirtschaftsinformatiker. Davon haben wir hier heute, glaube ich, keine da. Die Learning Outcomes habe ich hier auch nochmal reinkopiert. Die stehen 1:1 auch so in der Modulbeschreibung drin. Das ist, glaube ich, nichts so fundamental Besonderes. Der Workload. Gut, wir sehen uns hier ungefähr 45 Stunden. Ich gehe davon aus, dass Sie sich auch ungefähr 45 Stunden auf die Klausur vorbereiten und dass Sie grundsätzlich auch noch um die 60 Stunden übers Semester verteilt am Stoff arbeiten. Wie das sinnvollerweise geschehen soll, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben Hausarbeiten zur Vorbereitung der Übung. Ich habe einige Buchempfehlungen, wo man auch mal was nachlesen kann. Sollte das mit dem Video funktionieren, können Sie sich das natürlich auch jede Zeit nochmal anschauen, was ich hier erzählt habe. Aber nur sollte. Eine kurze Eingrenzung der Klausur, weil die Frage kommt ja. Sie werden hier mit einem Strauß an Wissen überhäuft und der eine oder andere verliert darin die Übersicht. Natürlich orientiert sich die Klausur am Skript. Alles, was im Skript steht, ist grundsätzlich klausurrelevant. Egal, mit welcher Geschwindigkeit ich da drüber weggegangen bin, egal, ob vielleicht auch mal eine Folie ausgelassen wurde, alles, was im Skript steht, ist klausurrelevant. Auch wenn es in der unteren rechten Ecke steht. Die Klausur ist so aufgebaut, dass sie eine ganze Reihe einfacher Fragen hat, eine ganze Reihe mittlerer Fragen und eine ganze Reihe schwererer Fragen. Die einfachen Fragen kann man wahrscheinlich wie so ein Rasenmäher mitnehmen. Die mittleren, da muss man schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Und die schweren, die sind dann schon echt knackig. Die Klausur ist immer zeitrestriktiv. Mit anderen Worten, Sie werden wahrscheinlich mit der Zeit nicht hinkommen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn wir nehmen hinterher die erreichte Punktzahl des Kursbesten und das ist die Benchmark. Das heißt, wenn von 80 Punkten, mache ich mal so, ne, Beispiel 80 Punkte, wenn von 80 Punkten der beste Student 60 hat, dann ist 60 die Benchmark, das heißt 60 Punkte sind 100 Leistungsprozentpunkte, das ist die 1,0. Ich glaube, das ist fair.
Ich halte das für fair. Es ist aber natürlich anstrengend für alle von uns. Ich genieße immer diese Diskussionen, kann man sich nicht absprechen und alle schreiben nichts. Ne? Ich möchte ehrlich gesagt davor warnen. Denken Sie an Ihre alten Klassenstreiche in der Schule. Haben die jemals funktioniert? Nee, ne? Irgendeine Streberleiche hat immer nicht mitgemacht. Und genau das war bei mir auch so. Ne? Also ich war nicht die Streberleiche. Irgendjemand macht immer nicht mit. Und der braucht dann nur ein paar Punkte, dann hat er die 1-0, alle anderen fallen durch. Wäre also echt eine blöde Strategie. Ne? Bisschen lernen, hat noch niemandem geschadet. Und die Klausur ist definitiv dann auch machbar. Natürlich, sollten Sie dennoch durchfallen, dann haben Sie nicht die Hälfte der Punkte des Besten erreicht. Dann, ne? Okay, ich glaube, das ist die Information ist angekommen. Okay. Die Vorlesung hier ist eine Vorlesung, das heißt, ich rede, Sie sind natürlich herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, überhaupt kein Problem, bin ich Ihnen nicht böse, aber der Redeanteil ist hier sehr unidirektional. In der Übung soll das anders sein, in der Übung sollen die Studierenden die Macht übernehmen, da wird sich Frau Stahl, soweit ich das weiß, auch sehr zurückhalten und wird Ihnen die Veranstaltung in die Hand geben. Das heißt, Sie sollen sich selber organisieren, Sie sollen selber zusehen, dass Lösungen an die Tafel kommen und je besser Sie das machen, desto mehr haben Sie davon. Wenn Sie passiv rumsitzen, wird auch Frau Stahl sich passiv verhalten, bringt Ihnen dann nicht so viel. Das setzt natürlich voraus, dass Sie auch vorbereitet in die Übung gehen, weil ansonsten können Sie gar keine Lösungen an die Tafel bringen. Das würde ich Sie dann bitten zu tun. Wir haben in unserem LMS-System, das zeige ich Ihnen einmal kurz. So, in unserem LMS-System sehen Sie den Kurs Kosten- und Leistungsrechnung, Management und Cost Accounting. Es gibt nur einen Kurs, sowohl für die deutsch- als auch für die englischsprachige Gruppe. Da gehe ich einmal rein. Da gibt es einen Unterordner, der heißt Homework. Und da sind 6 Hausarbeitszettel drin, weitestgehend mathematischer Natur, und ich möchte Sie bitten, die vor der Übung zu bearbeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Übungstermine sind, ich schlage aber mal vor, Sie haben ja 3 Übungstermine, soweit ich weiß, machen Sie 2 Zettel zum ersten, 2 Zettel zum zweiten, 2 Zettel zum dritten. Sollte Frau Stahl eine andere Planung haben, wird sie Ihnen das bestimmt beim ersten Mal sagen. Was finden Sie noch in unserem LMS-System? In unserem LMS-System finden Sie weiterhin diese ganzen Folien als PDF, sodass Sie auch direkt reinschreiben können. Der ein oder andere schreibt ja schon auf dem Tablet. Ich sehe hier ganz viele aufgeklappte Laptops. Tun Sie das, kein Problem. So, dann kommen wir hier zu den Literaturempfehlungen. Also, für den deutschen Kurs brauchen Sie eigentlich 2 Bücher, die bei uns auch in der Bibliothek vorhanden sind. Das eine Buch ist von Friedel, Hoffmann und Pedell, das sind die Kollegen aus München von der LMU, Kostenrechnung. Da kann man sich wunderbar dran orientieren. Alternativ dazu gibt es auch noch verschiedene andere gute Kostenrechnungsbücher, insbesondere von meinen Vorgängern Däumler und Grabe. Die haben ganz, ganz viele Übungsaufgaben, auch mit Lösungen. Das Buch möchte ich auch ganz dringend empfehlen, das hilft auch sehr, sehr viel. Da wir ja in diesem Teil Operations Research, OR, auch sehr stark mathematische Inhalte machen, möchte ich Ihnen weiterhin Merz Wüterich, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, sehr ans Herz legen. Das ist ein wunderschön liebevoll gestaltetes Mathebuch, das mag man kaum glauben. Also wenn ich da an den Tietze denke, den Sie wahrscheinlich alle haben, das ist ja irgendwie schon grundhässlich, das Buch. Ne? Merz Wüterich, Farbdruck, mit Bildern drin, toll erklärt. Ich glaube, dass das hilft. Im englischsprachigen Kurs, ich komme gleich noch dazu, warum es sehr schwierig ist, im englischsprachigen Kurs, obwohl völlig inhaltsidentisch,
warum es da sehr schwierig ist, geeignete Bücher zu finden. Es gibt im Grunde international nur ein einziges Kostenrechnungsbuch, was empfehlenswert ist. Das ist Management and Cost Accounting von Bimani Horngreen und so weiter. Das ist also London School of Economics, Stanford University und so weiter. Das sind schon gute Kollegen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch für den englischsprachigen Kurs Südseeter, Hammond und Strom. Essential Mathematics for Economic Analysis. Der eine oder andere von Ihnen wird feststellen, dass es dieses Buch auch auf Deutsch gibt. Es ist aber bei weitem nicht so liebevoll geschrieben wie Merz Wüterich. Es ist manchmal auch ein bisschen schwer zu verstehen. Nichtsdestotrotz, auch das ist in der Bibliothek vorhanden, auf Deutsch. Also Sie können auch da zugreifen und auch da kann man Dinge verständlich draus lernen. Bei der freiwilligen Lektüre habe ich hier erstmal wissenschaftliches Arbeiten und wie man mathematisch denkt. Das ist eher so ein bisschen Beiwerk. Ich habe hier noch ein weiteres Buch der Mathematik, Chang Wainwright, gibt es sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, das ich auch sehr empfehlen kann, das sich aber stärker an Volkswirte wendet und deswegen vielleicht auch ein bisschen anstrengender zu lesen ist. Und ich habe hier auch nochmal die deutsche Version von Südseter, Hammond und Strom aufgeführt, so dass Sie die auch leicht finden können. Leider, erstmal möchte ich Ihnen großes Lob aussprechen, Sie verhalten sich für eine so große Veranstaltung vorbildhaft. Wenn das so bleibt, gibt es überhaupt keine Beschwerden von meiner Seite. Es ist sensationell, vor Ihnen diese Vorlesung zu halten. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf ein paar Kleinigkeiten hinweisen. Seien Sie so lieb, schalten Sie Ihre Handys ab. Ich meine, wenn beim ersten das Handy klingelt, lachen wir noch alle drüber, aber beim dritten Mal wird das schon irgendwie peinlich. Also schalten Sie die Dinger vorher ab, ich schalte meine vorher auch ab, normalerweise. Ich hoffe, ich habe das jetzt gemacht. Schalten Sie alle anderen elektrischen Geräte auch aus. Ja, wie ist denn das mit den Laptops? Ich stehe hier vor einer Reihe aufgeklappter Laptops. Also wenn Sie nur unser Skript hier lesen, alles super, gar kein Problem. Wenn Sie hier YouTube-Videos gucken oder anfangen mit E-Sports, dann wird die Sache irgendwie blöd. Und wenn Sie dann auch noch Ihre Nachbarn einweihen nach dem Motto, ey, guck mal hier, dann wird die Sache wirklich unangenehm und dann werde ich Sie auch darauf ansprechen. Bitte nicht unterhalten. Also ich sag mal, wenn Sie so weitermachen, wie es heute läuft, alles fein, dass man hin und wieder mal tuschelt, machen wir Professoren, auch wenn wir irgendeine Veranstaltung haben. Nur wenn es dann zu laut wird, werde ich was sagen. So, insgesamt gilt do it yourself. Also Sie müssen und Sie werden in diesem Kurs lernen, sich selbst zu organisieren. Da haben wir ein paar Mechanismen eingebaut, die dafür sorgen, dass Sie das tun. Zum Beispiel ist das Skript schlicht und einfach mit absichtlichen Lücken gepflastert, die Sie in irgendeiner Form füllen müssen. Das heißt, Sie müssen sich diese Vorlesung hier antun und die Lücken per Handschrift füllen. Oder Sie müssen, wenn Sie nicht da sind, sich bei Ihren Kollegen erkundigen, was ist drangekommen. Oder Sie müssen anhand der Überschriften in die Bücher gucken, was sicherlich der anstrengendste Weg ist. Aber Sie müssen sich in irgendeiner Form organisieren. Das ist eine Selbstständigkeit, die von Studierenden schlicht erwartet wird. Und das kriegen Sie mit Sicherheit auch hin. Sie müssen entsprechend präpariert sein. Gerade was unseren Übungskurs angeht, es gibt überhaupt kein Solution Manual. Da können Sie uns noch so viele E-Mails schreiben. Herr Meier, haben Sie eigentlich Lösung für die Übung? Nee, habe ich nicht. Habe ich nie erstellt, gibt es einfach nicht. Kann ich auch nicht rausschicken, weil habe ich nicht. Ne? Die Lösungen müssen Sie selber herbeiführen, möglichst absichern und den anderen Studierenden präsentieren. Frau Stahl wird natürlich eingreifen, wenn sie offensichtliche Fehler entdeckt. Das wird schon passieren. Da brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Sie wird aber nicht eingreifen, wenn Sie mit Absicht nichts oder schlechte Sachen präsentieren. Das wird dann nicht passieren. Insofern seien Sie für den Übungskurs bitte so lieb und machen Sie das ordentlich. Erklären Sie das so gut Sie können und so gut, dass auch andere Studierende das verstehen. Wenn Sie das so gut erklären können, dann können Sie es. Versprochen. Wer es erklären kann, hat es auch verstanden. Das ist eine ganz wichtige Sache, deswegen machen Sie das mal. Stellen Sie sich dann auch mal an die Tafel, rechnen Sie auch mal was vor. Das hilft unglaublich und wie die Erfahrung zeigt, diejenigen, die an der Tafel zeigen können, wie man einen Lösungsweg richtig beschreitet, diejenigen sind auch die, die in der Klausur am Ende gut abschneiden.
diejenigen, die passiv in der letzten Reihe sitzen, was nichts zur heutigen letzten Reihe sagen soll übrigens, die haben hinterher meistens Probleme. Also Selbstständigkeit. Okay, gibt es soweit erstmal Fragen? Sie wollen alle nicht aufgenommen werden, verstehe ich. Klären wir hinterher, kein Problem. The World of Cost Accounting Aims and Method, also die Welt der Kostenrechnung, unsere Ziele und unsere Methoden. Das ist jetzt das, wo wir uns diese und nächste Woche mit beschäftigen. Es wird ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe, dass ich einen Weg finde, Ihnen das auch schmackhaft rüberzubringen. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch, deswegen habe ich es hier nochmal auf Deutsch, Ziele und Methoden. Aber worüber wollen wir in diesem Blog sprechen? Zunächst einmal müssen wir uns über das Theoriegebäude einig sein. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie kommt es denn zu diesen Entscheidungsfindungen, wenn wir Rechnungswesen als Entscheidungsunterstützung in irgendeiner Form begreifen, und wie kommt es denn zu Delegation und Kontrolle? Was können wir daraus ableiten? Das sind ganz grundlegende Fragen. Wenn wir die nicht verstanden haben, dann machen wir Kostenrechnung halt wie ein Handwerker, aber nicht wirklich gut, ne? Das ist der Hintergrund, das ist the big picture. Das muss man, glaube ich, wirklich verstanden haben. Dann trennen wir ein bisschen die Kostenrechnung von der Buchhaltung und Bilanzierung und schauen mal, was sind denn da eigentlich die Unterschiede. Dabei machen wir einen kleinen Exkurs, Side Topic, in Richtung der Cashflow-Rechnung. Die Cashflow-Rechnung ist gar nicht so zentral, aber ich weiß, dass sie in Buchhaltung und Bilanzierung nicht dran gekommen ist. Sie kommt aber im Controlling sehr, sehr intensiv dran. Insofern ist es an mir, hier einmal die Cashflow-Rechnung einzubauen. Sie passt da auch ganz gut rein, weil wir uns sowieso zu dem Zeitpunkt über Ergebnisgrößen des Rechnungswesens unterhalten. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, was Ist-Kosten und was Soll-Kosten sind, also das, was ich in der Vergangenheit an Kosten gesehen habe, die sind ja schon da, und das, was ich für die Zukunft plane. Insofern sprechen wir auch über Budgeting. Budgeting ist das, was ich plane und was ich in meiner Hierarchie meinen Mitarbeitern, meinem mittleren Management aufgebe. Das ist dein Budget, das und das musst du schaffen, das sind deine Ziele. Wir müssen uns über Kostenrechnung und Investitionsrechnung unterhalten, was da genau der Unterschied ist. Das sind ja alles Teile der sogenannten Unternehmensrechnung. Also Unternehmensrechnung sind alle Rechnungen, die im Rahmen eines Unternehmens gemacht werden. Externes Rechnungswesen, internes Rechnungswesen, OR, also Operations Research, und auch die Investitionsrechnung fallen alle unter Unternehmensrechnung. Dann müssen wir ein bisschen auseinander dividieren, was die Teilkostenrechnung und was die Vollkostenrechnung eigentlich ist und wo die Unterschiede sind, Direct Costing und Full Absorption Costing. Und dann müssen wir uns über ganz wesentliche Paradigmen, also Lehrsätze der Kostenrechnung unterhalten. Das ist die Verursachungsgerechtigkeit und die Verursachergerechtigkeit. Verursachungsgerechtigkeit, ich rechne die Kosten demjenigen Produkt zu, das die Kosten verursacht hat. Und Verursachergerechtigkeit, ich rechne die Kosten demjenigen zu, der sie verursacht hat, im Sinne von meine Mitarbeiter verursachen in bestimmten Abteilungen bestimmte Kosten. Das heißt dann Causation Justice, also Verursachungsgerechtigkeit, und Controllability ist die Verursachergerechtigkeit. Gut, mit den drei Herren hat alles angefangen. Ich möchte mich ganz kurz, um Ihnen das Big Picture zu geben, über die Dogmen-Geschichte der Kostenrechnung des Controllings mit Ihnen unterhalten. Und genau genommen gibt es da zwei. Es gibt nämlich eine deutsche Kostenrechnung und ein deutsches Controlling. Und es gibt eine internationale Kostenrechnung und es gibt ein internationales Controlling. Wie konnte denn das passieren? Das ist ganz, ganz komisch. Also grundsätzlich ist das Controlling ein Phänomen, das
im Rahmen der späten Industrialisierung aus den USA nach Deutschland rübergeschwappt ist. Zuerst haben die amerikanischen Unternehmen irgendwelche Controlling-Abteilungen, dort heißt es übrigens Management Accounting und nicht Controlling, aufgemacht, und in Deutschland haben sich dann entsprechende Abteilungen in den großen Konzernen gebildet. Das war so grob zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 60er Jahren sind diese Phänomene aufgetaucht. Es sind dann Herr Horvath, Herr Weber und Herr Reichmann, also Herr Horvath war der allererste Controlling-Professor in Deutschland, der ist auf einen Lehrstuhl für Controlling berufen worden. Das war 1973. Damals war das irgendwie so ein Modethema. Das können Sie sich vorstellen, so wie heutzutage auch das eine oder andere Modethema hoch und runter gelehrt wird, war Controlling damals ein Modethema. Das fanden andere Professoren gar nicht gut, weil, warum gibt man Geld für Controlling aus? Das ist doch nur ein Modethema, das ist doch in 10 Jahren schon wieder weg. Herr Horvath, genauso wie aber auch Herr Weber und Herr Reichmann, mussten sich insofern beweisen und sie mussten überhaupt erst einmal eine theoretische Grundlage schaffen für das, was sie da unterrichten sollten. Die gab es nämlich noch gar nicht. Auch der Blick in die USA war noch nicht besonders erfolgsversprechend, denn die hatten da auch noch keine Theorien. Insofern brauchte man überhaupt erst einmal ein Anhaltspunkt, was ist eigentlich Controlling und warum um Himmels Willen beruft man Professoren auf Controlling-Lehrstühle, wo das doch eigentlich nur ein Modethema ist, ist doch irgendwie auch nur Kostenrechnung. Ne? Das war damals so die Argumentation, das ist doch nur Handwerk. Insofern haben die Herren das getan, was ein guter Wissenschaftler macht, der geht ins Feld, also nach draußen in die Wirtschaft und guckt sich an, was gibt es denn da. Und die haben rumgefragt, warum macht ihr das eigentlich mit dem Controlling? Und die sind auf sehr unterschiedliche Ergebnisse gekommen. Herr Horvath hat das Controlling als Managementsystem und als Koordinationssystem begriffen. Managementsystem, das spiegelt sich wieder Delegation und Kontrolle wieder. Ne? Also ich habe eine Strategie als Unternehmen, ich breche diese Strategie erst einmal oder ich überwälze sie erst einmal in ein Zahlenwerk, in eine Planungsrechnung und dann breche ich diese Zahlen runter in meiner Hierarchie, in jede einzelne Abteilung zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Das ist eigentlich das, was man auch heutzutage noch in jedem Unternehmen sieht und was auch jede Controlling-Abteilung tut. Ich frage einfach mal, wer von Ihnen war denn schon in der Praxis und hat mal sowas wie eine Zielvereinbarung unterschrieben? Der eine oder andere hat das vielleicht schon getan, weiß ich nicht, mag sich jetzt nicht melden. Es ist ja üblicherweise in den größeren Firmen so, dass jeder Mitarbeiter einmal im Jahr ein sogenanntes Zielvereinbarungsgespräch hat. Dort bekommt er von seinem Chef gesagt, was der Chef von ihm erwartet. Das können solche Sachen wie knallharte Verkaufszahlen im Vertrieb sein. Das können aber auch solche Sachen sein wie immer freundlich sein zum Vorgesetzten oder sowas. Und am Jahresende gibt es ein Zielerreichungsgespräch, wo der Vorgesetzte sagt, das und das hast du erreicht und entweder Gratulation oder war nicht so gut, nächstes Jahr besser oder mach mal woanders weiter. Ne? Insofern das Controlling als ein Zahlenwerk, was man benutzen kann, um damit das Unternehmen komplett zu steuern, das ist dann Controlling as a Management System. Ein Coordination System, als Koordinationssystem. Was das Koordinationssystem ist, das gucken wir uns gleich noch an. Der Herr Weber, der hat gesagt, naja, also das Controlling hat bestimmte Methoden, Kostenrechnungsmethoden meinetwegen, und diese Methoden machen auch alle einen bestimmten Sinn, die führen nämlich zu besseren Entscheidungen. Da haben wir wieder unsere Entscheidungsfindung. Die hat Herr Weber ins Zentrum gestellt. Und Herr Reichmann hat einfach gesagt, naja, das Controlling macht Informationen, die das Management braucht. Also Information Supply System. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt sein, also die Controlling-Definition der drei Herren sind deutlich umfangreicher als diese Verkürzung. Die drei Herren haben allerdings Folgendes nicht getan bzw. nicht tun können. Sie haben sich nicht international vernetzt. Sie haben auf ihren Controlling-Definitionen zunächst einmal beharrt. Das will ich denen gar nicht vorwerfen. Die haben einfach das getan, was von ihnen erwartet wurde. Denn damals war die Rolle eines Professors eine andere. Damals war ein Professor in der Regel zur Ausbildung der Studierenden da. Und über die Studierenden
konnte er seine Wissenschaft in die Praxis transferieren und über das Schreiben von Lehrbüchern, und genau das haben die drei Professoren gemacht. Sie haben Lehrbücher geschrieben, sie finden auch die Lehrbücher der drei Herren alle noch hier in der Bibliothek. Und wenn Sie da mal in die Älteren reinschauen, die mochten sich, glaube ich, nicht besonders, die haben sich in den Vorworten der eigenen Lehrbücher gegenseitig angefeindet. Weil natürlich jeder seine eigene Controlling-Definition als die richtige angesehen hat. Das hat sich erst geändert, oder diese Isolation der deutschen Controlling-Forschung, die sich weitestgehend um diese drei Herren gedreht hat, das hat sich erst geändert, als die deutsche Professorenschaft Anfang dieses Jahrtausends gezwungen wurde, international zu forschen und auch international zu publizieren. Denn dann kann man nicht mehr den nationalen Stremel reiten und sagen, naja, also wir haben hier drei Forscher und die haben drei verschiedene Definitionen. Das funktioniert dann nicht mehr. Das hier ist eine Folie, die sozusagen das internationale Bild der Forschung aufzeigt. Und das ist deutlich weiter als nur das Rechnungswesen. Das umfasst eigentlich die kompletten ökonomischen Theorien. Nicht ganz die kompletten, es gibt noch ein paar Theorien darüber hinaus, die haben aber für das Rechnungswesen dann wirklich keine Bedeutung mehr. Also, lassen Sie uns mal schauen, wie diese Folie aufgebaut ist. Wir haben oben natürlich die Überschrift Economic Theories, ökonomische Theorie. Darunter kommt eine Schicht mit zwei Kästen, das sind die Theorien der individuellen Entscheidungsfindung. Also, ich möchte Entscheidungen treffen und wie treffe ich die eigentlich richtig oder treffe ich sie vielleicht falsch? Da gibt es zwei wesentliche Theorien. Das eine ist die Rational Choice Theory, die haben Sie bereits kennengelernt, soweit ich weiß, in der ABWL-Vorlesung. Das ist nämlich die Theorie, die den Homo Ökonomicus unterstellt. Wissen Sie grob Bescheid, wovon ich spreche, Homo Ökonomicus? Der Homo Ökonomicus ist ja sozusagen eine Modellvorstellung eines Menschen, der immer seinen eigenen Nutzen maximiert. Was ist jetzt Nutzen? Man findet relativ häufig in der Literatur eine Übersetzung in finanzieller Nutzen. Das ist aber nicht richtig. Also der Nutzen ist abstrakt definiert. Das ist sozusagen die Freude, die man hat. Also vielleicht ist die Definition des Glücks, der Glücksforschung, die ja heutzutage total on vogue ist, mal gucken, ob es ein Modethema bleibt, vielleicht ist die Definition des Glücks hier genau das Richtige als Äquivalent zum Nutzen. Also eine abstrakte Freude über die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen. Auf dieser Homo Ökonomicus-Annahme basiert die komplette Entscheidungstheorie. Das ist eine eigene Lehre, die wir hier nicht als eigenes Fach betrachten an diesem Fachbereich, die aber durchaus an vielen Universitäten als eigenes Fach gelehrt wird. Ich möchte Ihnen das kurz auf der nächsten Folie einmal skizzieren. Mal gucken, ob mir das gelingt, technisch. So. Der Homo Ökonomicus, wie gesagt, der maximiert seinen Nutzen. Sehen Sie, da wird schon krumm. Nö. Jetzt. So, die Krickelei bitte ich zu verzeihen. Ein bisschen was wegmachen kann ich ja noch. Also. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen eine gewisse Menge von einem Gut. Nennen wir diese Menge einmal X. Also X ist immer die Menge eines Gutes oder einer Dienstleistung oder was auch immer. Also Pizza. Ne? X könnte die Anzahl der Pizza sein. Und die Freude oder der Nutzen, den wir von dieser Pizza haben, den nennen wir U für Utility, also Nutzen. Und beim Homo Ökonomicus unterstellen wir jetzt normalerweise, dass der eine steigende Nutzenfunktion mit abnehmendem Grenznutzen hat. Ich wechsle mal die Farbe, damit ich das ein bisschen bunt machen kann. Ich mache das mal grün. Und so würde jetzt eine Nutzenfunktion ausschauen. Über die erste Pizza freut man sich noch sehr. Ich persönlich freue mich auch durchaus noch über die zweite. Aber bei der dritten wird das schon weniger. Und das nennen wir dann abnehmenden Grenznutzen.
Sie sehen, dass diese Kurve nicht linear nach oben geht, sondern immer weiter flach wird. Das ist der abnehmende Grenznutzen. Grenznutzen ist ja die Steigung dieser Kurve. Man kann auch durchaus argumentieren, dass es andere Güter gibt, bei denen das nicht der Fall ist, die sogar einen fallenden Grenznutzen irgendwann haben. Zum Beispiel das Bier, wenn man davon zu viel trinkt, dann wird das irgendwann unangenehm. Aber okay, das ist nicht der Normalfall. Ne? So, der Homo economicus, der würde nun immer Entscheidungen so treffen, dass er seinen Nutzen maximiert. Wie macht er das jetzt? Okay, jetzt gibt es ja nicht nur ein Gut, jetzt gibt es ja mehrere Güter. Ich male jetzt mal mehrere Güter. Jetzt wird das wieder furchtbar hier. Nee. Ah, ich bessere mich. Okay. So, jetzt haben wir ein Gut x1. Na. Jetzt haben wir ein Gut x2 und wir haben den Nutzen beider Güter, also x1 und x2. So, und wenn ich jetzt, ich sag mal, von dieser Richtung auf dieses Koordinatenkreuz schaue, dann muss ich ja im Grunde wieder so etwas sehen wie hier links, wie meine Nutzenkurve. Insofern, der will mich hier ein bisschen ärgern, insofern würde ich jetzt erwarten, dass hier die Nutzenkurve in irgendeiner Form steigt. Aber auch, wenn ich von der anderen Richtung auf diese Kurve gucke, müsste ich eigentlich das gleiche Verhalten sehen, so dass diese Nutzenkurven auch in die andere Richtung jeweils steigen. So dass dort so eine Art, naja, Gugelhupf entsteht. Ich zeichne hier mal die Höhenlinien ein. Sie merken sicherlich, das ist im Moment noch keine primäre Kostenrechnung, das ist schlicht und einfach ökonomische Theorie, die Sie ja in diesem Semester auch nochmal in Mikroökonomik erleben werden. Also das, was Sie hier bei mir lernen, lernen Sie doppelt. Macht aber nichts, weil doppelt hält besser. So, und jetzt können wir uns mal vorstellen, wir schauen auf diesen Hügel von oben drauf. Wenn wir wirklich von oben da drauf gucken, dann sehen wir ja nur noch die Achsen x1 und x2. Das ist dann die Handflächenerkennung, ne? Klappt doch nicht so gut. So, die x1 und die x2. Und dann sehen Sie diesen Berg von oben. Und wenn Sie einen Berg von oben sehen, wie auf so einer Landkarte, kann man Höhenlinien einzeichnen. Und diese Höhenlinien sehen dann ungefähr so aus. Diesen Strich zur Seite denken Sie sich mal weg. Den auch. Okay, das sind dann die Höhenlinien. So, und wie kann ich jetzt meinen Nutzen maximieren? Wir haben zwei Güter, mehr haben wir nicht, also Pizza und Bier. Und wir haben eine gewisse Menge Geld. Naja, was können wir machen? Wir können all unser Geld in Bier stecken. Dann befinden wir uns in diesem Punkt. Oder wir können all unser Geld in Pizza stecken, dann befinden wir uns vielleicht in diesem Punkt. Ich wechsle nochmal die Farbe. Oder wir können irgendeine Mischung aus den beiden konsumieren. Wir gehen also in den Supermarkt und entscheiden uns dort, wie viel Pizza und wie viel Bier wir jetzt genau eigentlich zu uns nehmen wollen. Okay. Und jetzt nehmen wir einfach diejenige Kombination, die uns ermöglicht, so hoch wie möglich uns am Berg aufzuhalten. Weil wir wollen ja den allerhöchsten Nutzen davon haben. Also ich zeichne jetzt mal eine ISO-Nutzenkurve oder ISO-Quante ein, die diese Budgetgrade gerade noch tangiert. Und dann habe ich einen knalleroten Punkt. Dieser knallerote Punkt, der ermöglicht uns sozusagen das höchste Nutzenniveau zu erreichen. Ich schreibe Ihnen die beiden Fachwörter da nochmal daneben. Also diese Kurven hier, das sind die ISO-Nutzenkurven.
oder Isoquanten, weil die natürlich alle Punkte miteinander verbinden, die ein einheitliches Nutzenniveau, eine einheitliche Nutzenhöhe miteinander verbinden. Also die Höhenlinien des Berges zeigen ja auch alle eine Höhe und hier haben wir sozusagen die Höhe im Nutzengebirge. Und das Rote dort, das ist sozusagen die Budgetgrade. Das ist diejenige Gerade zwischen x1 und x2. Das ist diejenige Gerade, die Sie sich leisten können mit dem Geld, was Sie gerade in der Tasche haben. Und die verbindet alle Kombinationen aus Pizza und Bier, die Sie im Supermarkt kaufen können. Weniger geht immer, weniger wäre ja unterhalb der Kurve, aber wir wollen jetzt natürlich unseren Nutzen maximieren. So handelt ein Homo economicus. Okay, das ist natürlich jetzt erstmal klassische Mikroökonomik und noch nicht Kostenrechnung. Nichtsdestotrotz, was hat denn das jetzt mit Kostenrechnung zu tun? Ganz viel. Denn jeder Kaufmann verdient sein Geld mit seinem Beruf, mit seinem Unternehmen. Und er wird natürlich das Unternehmen so führen, dass es ihm den größtmöglichen Nutzen stiftet. Jetzt kann man viel darüber argumentieren, ob Gewinnmaximierung auch gleichzeitig Nutzenmaximierung bedeutet. In den allermeisten Fällen wird das sicherlich der Fall sein. Denn je höher der Gewinn ist, desto weiter außen ist meine Budgetgrade, desto höher komme ich in mein Nutzengebirge. Es mag in Einzelfällen, gerade bei Familienunternehmen, allerdings auch der Fall sein, dass der Besitz an dem Unternehmen alleine auch schon einen Nutzen stiftet und dass man dann bereit ist, weniger Gewinn in Kauf zu nehmen. Das ist eine Diskussion, die kann man durchaus führen. Deswegen, also Gewinnmaximierung muss nicht zwingend Nutzenmaximierung sein, ist aber mit Sicherheit ein großer Teil davon. Wie kriege ich Gewinnmaximierung hin? Entweder durch Umsatzmaximierung bei gleichen Kosten oder durch Kostenminimierung bei gleichem Umsatz. So. Und da sind wir schon im Bereich sämtlicher Optimierungsmethoden. Sämtliche Optimierungsmethoden, die wir vorhin in unserer Gliederung für heute gesehen haben, sind damit automatisch gedeckt von der Rational Choice Theory. Das heißt, da haben wir uns jetzt gerade mal in den ersten 3-4 Wochen Mikroökonomik bewegt. Das werden Sie also in den nächsten 3-4 Wochen in Mikroökonomik lernen. Und damit haben Sie schon die Theorie für die Hälfte der Kostenrechnung mitgenommen. Ne? Am Ende des Semesters haben Sie das alles 3- oder 4-mal gehört, da hängt Ihnen das dann bestimmt schon zu den Ohren raus. Gut, dann kommen wir mal zu dem zweiten Teil hier oben rechts. Behaviorismus, Behavioral Economics. Das ist jetzt eine etwas neuere Theorieströmung. Und zwar untersucht der Behaviorismus sämtliche Abweichungen von der Homo economicus-Annahme. Das heißt, die Homo economicus-Annahme wird erstmal als Standard gesetzt. Es wird unterstellt, dass jeder Mensch so agiert. Beim Behaviorismus werden jetzt die Fälle untersucht, wo das nicht der Fall ist. Das ist eine ganz interessante Sache. Und wie gesagt, die ist noch relativ neu. Neu, wenn ich die letzten 50 Jahre als neu bezeichnen darf, für Sie ist das schon lange her, aber was wir gerade eben gesehen haben, ist halt noch viel älter. Und der Behaviorismus ist ganz eng mit den Namen Kahneman und Tversky verbunden, denn die beiden haben zusammen geforscht. Herr Kahneman lebt auch noch und der hat 2002 den Wirtschaftsnobelpreis dafür erhalten. Ich möchte Ihnen allen herzlichst ans Herz legen, einmal das populärwissenschaftliche Buch von Herrn Kahneman, Schnelles Denken, Langsames Denken zu lesen. Das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1. Das gibt es auch als Hörbuch, ne? Also ganz studentenfreundlich, muss man gar nicht lesen, kann man sich im Auto und CD-Spieler reinschmeißen oder als MP3, ach was. Gut, was haben Herr Kahneman und Herr Tversky untersucht? Herr Kahneman und Herr Tversky haben eben untersucht, wann weicht eigentlich ein Mensch
von der Homo economicus Annahme ab. Wann handelt der nicht rational? Und sie haben zwei wesentliche Forschungsprogramme damit gestartet. Das eine ist der Heuristics and Biases Ansatz und das zweite ist die Prospect Theory. Lassen Sie mich als erstes mal über den Heuristics and Biases Ansatz sprechen. Der Heuristics and Biases Ansatz, der unterteilt die menschliche Entscheidungsfindung in zwei Teile. Also die beiden Herren sind übrigens Psychologen, ne? Das sind gar keine Ökonomen, das sind Psychologen, die den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben. Ja, wer gestern Big Bang Theory gesehen haben mag, da wurde ja auch drüber diskutiert, ob eine Neurowissenschaftler den Physiknobelpreis kriegen darf. Da sind wir BWLer schon weiter, ne? Also, wir haben modellhaft gesprochen zwei Systeme im Gehirn, die für uns Entscheidungen treffen. Ein sehr, sehr schnelles System 1 und ein sehr, sehr langsames System 2. Das sehr, sehr langsame System 2 ist eigentlich sehr anstrengend, aber es ist hochrational. Also es ist in der Lage, wirklich sehr, sehr gute Entscheidungen zu treffen. Nun nutzen wir dieses System 2 nur sehr ungern, weil wir ein bisschen faul sind. Das kennen Sie wahrscheinlich alle. Manchmal geht es auch mit der 80-20-Lösung und dafür ist das System 1 zuständig. Das System 1 nutzt sogenannte Heuristiken. Das sind Daumenregeln. Und ich will Ihnen auch ganz kurz erklären, anhand eines Beispiels, wie das funktioniert. Also, stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Ball fangen. Ein Baseball oder was auch immer. Da hinten wird er abgeschlagen, kommt im großen Bogen irgendwo hingeflogen und Sie müssen jetzt dorthin rennen und müssen diesen Ball fangen. Das Fangen eines Balls haben Sie alle als Kind bereits gelernt und das geht auch relativ flutschig. Wenn der halbwegs fangbar ist, dann kriegen Sie das, glaube ich, auch hin. Sogar ich als alter Professor, total unsportlich, kriege das noch halbwegs hin, Bälle zu fangen. Rational wäre jetzt natürlich die ballistische Flugkurve dieses Balls unter Einberechnung des Windes irgendwie vorher zu bestimmen und dann dorthin zu rennen, wo Sie ausgerechnet haben, wo dieser Ball landet. Das kriegen Sie vermutlich nicht hin und würden wahrscheinlich nicht einen einzigen Ball fangen mit dieser Methode. Weil selbst wenn Sie wüssten, wie eine ballistische, also Sie wissen es wahrscheinlich, ich habe es vergessen, wie man eine ballistische Flugkurve berechnet, ich bin einfach nicht schnell genug, während der Ball fliegt, das Ding auszurechnen. Insofern scheint es ja wohl einen anderen Weg zu geben, Bälle zu fangen, als Flugkurven zu berechnen, irgendeinen Weg, den kleine Kinder sogar schon lernen. Und tatsächlich ist das ein gewisses Erfahrungswissen. Dieses Erfahrungswissen beim Fangen eines Balls besteht darin, den Winkel zwischen Auge und Ball immer konstant zu halten. Also stellen Sie sich ein Koordinatenkreuz hier im Raum vor. Der Winkel in jeder Richtung ist immer gleich. Und wenn Sie es schaffen, diesen Winkel, da kommt der Ball, diesen Winkel immer konstant zu halten, dann stehen Sie genau da, wo der Ball hinfällt und den fangen Sie dann. Das übrigens, haben wir Segler im Raum? Segler, wann kollidieren zwei Schiffe? Wenn die Seitenpeilung über einen längeren Zeitraum gleich bleibt, richtig? Das ist zweidimensional das gleiche wie mit dem Ball, ne? Schiff kommt da, mein Schiff fährt da, Seitenpeilung bleibt gleich, bumm. Das ist genau das Gleiche, wenn der Winkel gleich bleibt, kollidiert man. Unfallverhütungsvorschrift, weiß ich nicht. Mein Segelschein ist schon verdammt lange her. So, also wir haben jetzt festgestellt, System 1 nutzt Heuristiken, um schnelle Entscheidungen zu treffen. System 2 nutzt rationales Denken, um sehr korrekte Entscheidungen zu treffen. Ich sage sehr korrekt, denn das System 1 ist fehlerbehaftet. Unglücklicherweise. Und da gibt es systematische Fehler, die man schlicht und einfach, selbst wenn man sie kennt, wenn man darauf hingewiesen wird, kriegt man diese Fehler nicht ausgemerzt. System 1 macht systematisch Dinge falsch. Zum Beispiel überschätzen sich Leute systematisch. Zum Beispiel kann man, wenn man erstmal einen gedanklichen Anker gesetzt bekommen hat, wo auch immer der herkommen mag, kommt man von der Sache nicht mehr weg. Das will ich Ihnen mal beweisen. Das glauben Sie jetzt nicht, oder? Das will ich Ihnen mal zeigen. Ich zeige Ihnen mal ein Video, das auf YouTube steht und das zeige ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr gerne. Ich möchte Sie bitten, den Text zu lesen und die Musik zu hören.
Und mal, achten Sie mal darauf, welcher Effekt dabei eintritt. Also, ich weiß nicht, ob es Ihnen genauso geht, ich will Ihnen ja nichts unterstellen, aber Ghostbusters kenne ich seit meiner Kindheit und ich weiß, dass die Ghostbusters singen. Trotzdem höre ich genau das, was da steht. Und das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich dieses Video gezeigt habe. Man kann es nicht abstellen. Es geht nicht. Und das ist ein Effekt, der lustigerweise nicht nur bei uns Deutschsprachigen eintritt, sondern auch bei Natives. Also auch die Kollegen aus dem englischsprachigen Raum hören dann das, was da steht, statt das zu hören, was tatsächlich gesungen wird. Misheard Lyrics, also wenn Sie sich das Ganze 6 Minuten lang oder 5 Minuten lang, wenn Sie sich das mal anschauen wollen, gucken Sie einfach auf YouTube. Ich glaube, dass es, auch wenn es jetzt nicht so viel mit Rechnungswesen zu tun hat, doch ein eindrücklicher Beweis dessen ist, dass unser Gehirn systematisch Fehler macht, selbst wenn wir uns darauf konzentrieren, selbst wenn wir den Fehler wissen und es funktioniert nicht. Das ist also Heuristics and Biases. Ach so, vielleicht auch sehr nett von Herrn Kahnemann aus seinem Buch. Er hat mit mehreren Gruppen über eine Rede gehalten und in einzelnen Gruppen hat er über seine Runzeln, seine grauen Haare und so weiter gesprochen, halt übers Altwerden hat er so einfließen lassen, obwohl der Talk über was völlig anderes war. Bei Kontrastgruppen hat er das nicht getan. Und danach hat er die Gruppen in einen anderen Raum geschickt und die Gruppen, bei denen er über das Altwerden so unterschwellig gesprochen hat, die Gruppen gingen signifikant langsamer von Raum zu Raum. Das heißt, er hat bereits einen Anker gesetzt und das hatte bereits eine entscheidungsbeeinflussende Kenngröße. Was hat das jetzt mit Rechnungswesen zu tun? Ich sage ganz ehrlich, in der Kostenrechnung hat das jetzt noch nichts, aber im Controlling, da kommt das natürlich dann vor, denn das Controlling soll ja Rationalität sichern. Und wenn ein Entscheidungsorgan, ein Vorstand, ein Manager systematisch falsche Entscheidungen trifft, aus welchen Gründen auch immer, dann muss es vielleicht irgendein System geben, was das verhindert. Insofern können wir hier bereits sagen, die Controlling-Definition von Weber, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, Controlling als Rationalitätssicherungsinstrument, können wir bereits als Differenz zwischen der Rational Choice und dem Behaviorismus begreifen. Also der Mann hat das in der Praxis beobachtet und wir können das heutzutage auch begründen. Diese Begründung gab es zu dem damaligen Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, noch gar nicht. Ne? Also das ist völlig richtig, was er getan hat. Die Prospect Theory ist etwas sehr Ähnliches, hat aber was mit Entscheidungen unter Risiko zu tun. Wir überschätzen regelmäßig Risiken und wir unterschätzen regelmäßig Chancen. Das konnten Kahnemann und Tversky ebenfalls zeigen. Und jede Entscheidung in einem Betrieb ist eine Entscheidung unter Risiko. Das heißt, fast jede Entscheidung ist grundsätzlich schon mal verzerrt. Alleine aufgrund der Risikoeinschätzung der handelnden Person. Meine liebe Kollegin Ute Vanini hat hierzu ein Forschungsprojekt übrigens laufen. Die haben
natürlich mittels auch studentischen Probanden Risikoneigungen gemessen und auch das Entscheidungsverhalten von den Probanden messbar gemacht. Ist auch sehr interessant. Gut, insofern, ich nehme mal wieder hier meinen Stift und wenn ich jetzt hier eine Verbindung herstelle, dann haben wir hier bereits Controlling. Ich schreibe mal zur Rationalitätssicherung. Oh. Der mag mich nicht, ne? Ja, ja. So, Controlling zur Rationalitätssicherung, also die Controlling-Definition von Weber haben wir hier schon wunderbar verpackt. Das hat also was mit Entscheidungsfindung zu tun. Jetzt müssen wir uns von der individuellen Entscheidungsfindung ein bisschen verabschieden und wir gehen mal diesen Strang hier runter. Jetzt treffen plötzlich mehrere Personen aufeinander. Ich vermute, ich bin ja selber kein Mikroökonomikprofessor, aber Sie werden dieses Semester diesen Teil hier komplett lernen. Deswegen schadet das auch nichts, wenn wir uns jetzt drüber unterhalten. Sie werden aber vermutlich den Teil rechts davon, den werden Sie in Mikroökonomik nicht mehr schaffen, weil schlicht und einfach die Zeit nicht reicht. Aber es schadet nichts, wenn Sie hier ein bisschen was davon hören. Im ganz linken Strang ist es so, dass zwei Homo Ökonomicus, ist das eigentlich lateinisch richtig? Ich weiß das nicht. Also zwei Personen, die rational handeln, aufeinandertreffen und sozusagen einen Markt bilden. Die fangen nämlich plötzlich an, miteinander Handel zu treiben. Und man kann zeigen, dass die beiden Personen dann anfangen zu tauschen und wiederum in ein Pareto-effizientes Tauschgleichgewicht reinkommen. Das will ich Ihnen auch mal kurz zeigen. Wieso ist denn hier jetzt ein Strich? Den kann ich aber doch... Nee, kann ich nicht. Na gut. Jetzt ist hier ein Strich und ich weiß nicht warum. Na gut. Das hat mit den Herren Arrow und Debreu zu tun. Die beiden Herren haben dafür 1983 schon den Nobelpreis bekommen. Aber wie dem auch sei, ich male das jetzt einfach unter... Jetzt ist er weg, ne? Klar. Okay. Das Verhalten dieses Computers ist kurios, aber ich mache trotzdem weiter. Okay. Wir haben wieder unser Bild mit X1 und X2. Bleiben wir mal bei Pizza und Bier. Ne? Ich glaube, in Mikroökonomik lernen Sie es dann mit Ananas und Langusten, aber wie dem auch sei. Wir haben wieder unsere Indifferenzkurven. Und jetzt kommt ein zweiter daher. Ihr Kumpel kommt, hat auch Pizza und Bier. Jetzt können wir die beiden Personen gegengleich einzeichnen. Also hier ist Person 1, B1, hier ist Person 2. Und auch der hat Bier und Pizza. Also hier hat er auch eine X2-Achse und hier hat er auch eine X1-Achse. Na. So, auch der hat natürlich Indifferenzkurven. Ich zeichne mal nur eine. Da haben wir sie. Okay. Wir starten jetzt mal einfach in diesem Punkt. Wir stellen uns einfach mal vor, in diesem Punkt, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, P2 hat genau so viele Pizzen und P1 hat genau so viele Pizzen. Die Ausgereiftheit der Technik macht mich heute fertig. Okay. Die Frage ist jetzt, kann man diese Ausgangssituation, Bier und Pizzen, kann man die noch verbessern?
Das kann man, indem man tauscht. Stellen Sie sich einmal vor, es wird jetzt so Bier gegen Pizza getauscht, dass man sich auf diesen Punkt hierhin bewegt. Dann wird natürlich der eine auf einer besseren Indifferenzkurve landen und auch der andere wird ebenfalls auf einer besseren Indifferenzkurve landen. Und das wird so lange fortgeführt, man wird so lange miteinander tauschen, bis man irgendwo in der Mitte zwei sich nur noch tangierende das tut mir total leid, aber ich glaube, Sie können es trotzdem halbwegs entziffern. Also alle Streifen nach links zählen nicht, ne? So, dass nur noch zwei Indifferenzkurven sich tangieren. Solange wir also so ein kleines, so ein linsenförmiges Konstrukt haben, kann man immer weiter in die Linse sich reintauschen, bis nur noch zwei tangierende Indifferenzkurven da sind. Dann haben wir keine Linse mehr und dann sind wir in einem Gleichgewicht. Und wenn Sie mal auf die Überschrift achten, da steht General Equilibrium Theory, allgemeine Gleichgewichtstheorie. Mit anderen Worten, wir schaffen es schon mit zwei Personen und zwei Gütern in ein Gleichgewicht. Arrow und Debreu haben das natürlich gezeigt mit N-Personen und N-Gütern. Man kriegt also mit ganz vielen N-Personen und M-Güter, man kriegt das also mit ganz vielen Personen und ganz vielen Gütern wunderbar hin, nur durch Tausch, ohne dass wir Geld dafür brauchen oder ähnliches, in einen gleichgewichtsartigen Zustand zu geraten. Und wenn wir dann auch noch Geld einführen, dann können wir alle Märkte parallel in ein Gleichgewicht führen. Das geht ja auf die Idee von Adam Smith, also von dem im Grunde Gründer der Betriebswirtschaftslehre zurück, der mal gesagt hat, dass die Wirtschaft wie mit unsichtbarer Hand immer wieder in Gleichgewichte zurückgeführt wird. Und Arrow und Debreu haben gezeigt, dass genau das mathematisch auch möglich ist. Welche Konsequenzen hat das? Oder wann passiert das eigentlich? Man hat das natürlich ein bisschen genauer sich angeschaut. Wann passiert das eigentlich? Und man spricht ja von perfekten Märkten, also Perfect Market Theory, von perfekten Märkten, wenn alle Personen an diesen Märkten die gleiche Information besitzen. Perfect Information. Man braucht atomistische Konkurrenz auf Angebots- und Nachfrageseite, damit die sich alle schön gegenseitig unterbieten im Preis. Man braucht homogene Güter, also alle handeln weitestgehend mit dem gleichen Bier und der gleichen Pizza. Wir müssen staatliches Handeln und Externalitäten ausschließen. Staatliches Handeln ist, glaube ich, klar. Externalitäten ist eine Nutzenminderung, zum Beispiel durch einen Nachbarn. Wenn jetzt neben mir ein Kohlekraftwerk gebaut wird, dann mindert das den Wert meines Grundstücks und auch mein Nutzen ist zu nutzen. Das wären Externalitäten. Und keine Transaktionskosten, no transaction cost. Also die Nutzung des Marktes selber, da muss hier auch kostenlos sein, weil ansonsten, das ist wie Sand ins Getriebe, dann kann der Markt auch nicht vernünftig arbeiten. Okay, wenn allerdings diese Voraussetzungen, das sind ja die Voraussetzungen für einen perfekt funktionierenden Markt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann werden diese Märkte in ein Gleichgewicht steuern. Sie werden Pareto-effizient sein. Und sie werden also in ihrer Allokationswirkung wunderbar funktionieren. Mit anderen Worten, jeder kriegt genau die Güter, die er braucht, zu dem Preis, der sich am Markt bildet und damit auch fairst möglich ist. Die ganze Theorie geht vielleicht ein bisschen weit. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Diese ganze Theorie geht vielleicht ein bisschen weit. Denn sie kann einige Dinge nicht erklären. Zum Beispiel Unternehmen. Wozu brauche ich eigentlich eine Hierarchie? Was ist denn eine Hierarchie? Eine Hierarchie ist doch eine vertraglich festgesetzte Über- und Unterbeziehung. Ein Chef stellt einen Angestellten an mit einem Anstellungsvertrag. Warum brauchen wir das eigentlich? In so einem Markt, wo ich alle Informationen benutze und wo ich jedes Produkt und jede Dienstleistung auch kaufen kann, brauche ich doch als Handwerkermeister, brauche ich mir doch keinen Handwerkergesellen einzustellen und ständig zu bezahlen. Ich kann doch jemandem sagen, hier pass mal auf, tapezier mal die Wand und dann tapeziert er die, dann kriegt er dafür das abgesprochene Geld und dann war es das. Ich brauche doch überhaupt keine Anstellungsverträge.
brauche ich doch nicht. Also Verträge brauche ich nicht. Regeln brauche ich nicht, weil alles Aushandlungssache. Profite kann ich damit nicht erklären, weil unter perfekter atomistischer Konkurrenz werden sich alle so stark unterbieten, dass jeder gerade noch kostendeckend oder noch nicht mal kostendeckend handeln wird. Vielleicht geht diese ganze Theorie ein bisschen weit. Also die stimmt ja mit dem, was wir da draußen sehen, so gar nicht überein. Nichtsdestotrotz hat die natürlich einen ganz, ganz extremen Erklärungsgehalt. Viele Märkte funktionieren sehr, sehr gut. Trotzdem. Viele Politiker sprechen immer gerne von Marktversagen. Merken Sie sich bitte, wenn Politiker von Marktversagen sprechen, dann bedeutet das immer, dass der Markt nicht das tut, was die Politiker wollen. Das ist aber kein Marktversagen im betriebswirtschaftlichen Sinne. Marktversagen im betriebswirtschaftlichen Sinne wäre immer dann, wenn der Markt nicht in ein Gleichgewicht kommt und damit kein Pareto-effizientes Ergebnis erzielt. Also nur weil es ein paar Arbeitslose am Arbeitsmarkt gibt, ist das noch kein Marktversagen. Es gibt eine natürliche Arbeitslosigkeit. Das sind schlicht und einfach die Menschen, die nicht bereit sind, zum angebotenen Lohn zu arbeiten. Die bleiben dann zu Hause. Das ist etwas völlig Normales. Nichtsdestotrotz, die Theorie funktioniert nicht. Und wenn wir uns von Reichmann die Controlling-Definition anschauen, Informationsversorgung, ich brauche kein Controlling, wenn ich bereits alle Informationen hätte. Perfect Information steht da, ne? Brauche ich nicht. Also brauche ich kein Controlling. Ich wäre ein relativ schlechter Controlling-Professor, wenn ich mich damit zufrieden geben würde, weil damit würde ich mir meine eigene Arbeitsgrundlage zerschießen. Wir müssen uns also aus der Theorie, die Sie hier in Mikroökonomik ein Semester lang studieren, zu Recht studieren, ne? Ich will das nicht kritisieren, zu Recht studieren, müssen wir uns trotzdem lösen. Und wir müssen nach einer anderen Theorie suchen. Dennoch hilft uns die neoklassische Theorie. Was ist eine klassische Theorie und was ist Neoklassik? Neoklassisch war das von Adam Smith, die unsichtbare Hand. Der konnte das noch nicht so richtig begründen, hat es aber schon postuliert. Neoklassik ist dann die Verpackung in mathematische Schreibweise. Ne? Das ist dann Arrow de Brun. Also das ist dann neoklassische Theorie oder allgemeine Gleichgewichtstheorie. So, wir müssen jetzt eine neue Theorie suchen, die uns hilft beim Rechnungswesen. Trotzdem, die hilft uns auch beim Rechnungswesen. Ne? Wir werden auch darauf zurückkommen. Wir werden nämlich argumentieren, wo bestimmte Preisuntergrenzen zu suchen sind. Die kurzfristige Preisuntergrenze sind die variablen Kosten im perfekten Markt. Das werden wir also anhand der neoklassischen Theorie durchaus begründen. Also alle Preisentscheidungen basieren auf dieser Theorie und haben damit logischerweise für die Kostenrechnung einen ganz wichtigen Einfluss. Gut, jetzt müssen wir aber ein Stück nach rechts rücken. Jetzt gehen wir zur neuen Institutionenökonomik. New Institutional Economics, neue Institutionenökonomik. Jetzt hat man Folgendes gemacht. Jetzt hat man gesagt, okay, die neoklassische Theorie, die allgemeine Gleichgewichtstheorie, die hat Defizite. Die ist gut, aber die hat Defizite. Also, wie gehen wir weiter vor? Wir nehmen uns eins nach dem anderen die Voraussetzungen für einen perfekten Markt vor und schauen mal, was passiert denn, wenn der nicht gegeben ist. Das ist doch relativ logisch. Ich nehme also diese Liste, die da auf der linken Seite steht, unter Perfect Market Theory, und ich schaue mal, was passiert, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Ja, und das allererste, und das ist das allerwichtigste, da, mal gucken, ob das klappt, ich mache da jetzt ein riesen Ausrufezeichen daneben, ist die sogenannte Prinzipalagententheorie. Die Prinzipalagententheorie unterstellt, dass eben keine perfekte Information vorherrscht. Und damit sind wir natürlich im Kern der Kostenrechnung und des Controllings. Wir haben die Informationen noch nicht, wir müssen sie erst einmal erheben. Klar. Ich gehe noch mal ganz kurz die anderen darunter durch. Property Rights Theory, das ist das Aufbrechen von Gütern. Auf der linken Seite haben wir Güter und Dienstleistungen miteinander gehandelt. Jetzt kann man ein Gut, zum Beispiel eine Wohnung, jetzt kann man die Rechte an diesem Gut ja noch einzeln veräußern. Ich kann zum Beispiel eine Wohnung vermieten. Damit übertrage ich das Nutzungsrecht an einen Mieter.
Und das ist dann die Property Rights Theory, also das weitere Aufbrechen von Gütern in Rechte an diesen Gütern. Und die Transaktionskostentheorie beschäftigt sich damit, dass die Nutzung des Marktmechanismus Geld kostet. Das muss nicht zwingend finanziell, also da muss nicht zwingend Geld über den Tresen gehen, sondern das können auch schlicht und einfach Kosten sein, die entstehen, Reibungsverluste und so weiter. Die einzelnen Theorien sind hier auch nicht perfekt gegeneinander abgrenzbar. Also unter die Transaktionskostentheorie und Prinzipalagententheorie, die greifen teilweise sehr stark ineinander. Bevor ich gleich mit der Prinzipalagententheorie weitermache, gucken wir jetzt nochmal auf die ganz rechte Seite. Alles, was unter Behaviorismus läuft und damit automatisch nicht mehr unter der Rational Choice Theorie hängt, basiert logischerweise auf dem Behaviorismus. Da haben wir Organizational Behavior, da haben Sie hier eine eigene Vorlesung drüber, das ist relativ modern. Das ist schon wichtig. Also wie sich Menschen in Organisationen, in Hierarchien verhalten. Behavioral Finance, da ist man dann eher im Bereich dessen, was mich so interessiert. Da untersucht man zum Beispiel Herdenverhalten an Wertpapierbörsen und Blasenbildung an Wertpapierbörsen, weil die sind ja total irrational und warum passiert so etwas eigentlich? Und da landet man natürlich auch relativ schnell in den Sozialwissenschaften und in sozialwissenschaftlichen Theorien. Gut, aber wir gehen jetzt hier in der Mitte beim großen roten Ausrufezeichen weiter und sprechen über die Prinzipalagententheorie. 5 Minuten habe ich ja noch. Die Prinzipalagententheorie ist total einfach erklärt. Wir haben einen Auftraggeber und wir haben einen Auftragnehmer. Oder wir haben einen Chef und wir haben einen Gesellen. Wir haben also irgendjemanden, der jemand anderen mit etwas beauftragt. Das Problem an dieser Stelle ist, wir müssen überprüfen, ob der das auch ordentlich macht. Und die Anreize dieses Agenten, also der Prinzipal ist der Auftraggeber, der Agent ist der Auftragnehmer, die Anreize, diesen Job ordentlich zu machen, sind gering. Gehen Sie mal in den Baumarkt, suchen Sie mal jemanden, der Ihnen hilft, dann wissen Sie genau, was ich meine. Ne? Sie finden alles, nur keine Mitarbeiter, die verstecken sich nämlich vor Ihnen. Warum sollten die sich auch Mühe geben? Das Geld fließt ja auch so. Also jetzt reden wir tatsächlich über Delegationsbeziehungen, Delegation und Kontrolle. Was ist das Problem bei der Delegation und Kontrolle? Naja, solange der Maurermeister und sein Geselle nebeneinander stehen, funktioniert das eigentlich. Auch wenn Sie hier in die Cafés nahe des Campuses gehen, solange der Chef mit im Café drin steht, arbeiten auch die Mitarbeiter total freundlich und schnell. Aber ist der Kaffeebesitzer aus dem Haus, dann stehen die Leute bis auf die Straße, so lange ist die Schlange. Ne? Sie kennen das Phänomen. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, wir müssen soziale Kontrolle, die herrscht, wenn der Chef im Haus ist, dann hat er ja soziale Kontrolle und sieht ja, dass sein Mitarbeiter gut arbeitet. Das Problem ist, wir müssen die ersetzen durch andere Kontrollmechanismen. Und das ist das Grundproblem der Prinzipalagententheorie. Also wenn Sie zum Beispiel hier in Kiel zu McDonald's gehen, ich vermute, dass der Chef von McDonald's noch niemals dort gewesen ist. Also da mangelt es komplett an sozialer Kontrolle. Nichtsdestotrotz scheinen die Läden ganz gut zu funktionieren. Und das ist natürlich ein gutes Controlling, wenn man das hinbekommt. Wo liegt jetzt das Problem? Wir haben das Problem, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Speck oder auf dem Tisch? Ich weiß es gar nicht. Uns fehlt die Information. Wir haben eine asymmetrische Information, das ist hier einmal durch die Mauer dargestellt. Der Prinzipal kann also nicht beobachten, was der Agent tut, hat keine Information über dessen Arbeitsleistung. Hier ist es relativ offensichtlich, der Agent soll Äpfel pflücken. Das kann der schnell machen oder das kann der langsam machen, völlig klar. Da der Chef aus dem Haus ist, wird er wahrscheinlich eher langsam pflücken und mehr Äpfel essen als pflücken. Wie können wir dieses Problem lösen? Können wir dieses Problem mit Rechnungswesen lösen? Ja, können wir. Mit dem einfachsten Rechnungswesen der Welt, in dieser Form als Eimer dargestellt, wir zählen die Äpfel.
Apple Counting. Klingt doch fast wie Accounting, oder? Rechnungswesen. Also das ist das einfachste Rechnungswesen der Welt. Wir können hier einfach Äpfel zählen. Das ist auch eine Form von Rechnungswesen und damit können wir den Erfolg dieses Agenten, dieses Angestellten natürlich überprüfen. Aber wir müssen eine Kontrolle ausüben. Diese Kontrolle ist mühsam, aber es lohnt sich, ne? Also zumindest so gut es geht. Ich glaube, über Shirking in Team Production, das wird Sie brennend interessieren. Das ist nämlich die Trittbrettfahrerei bei der Teamarbeit. Der eine oder andere muss ja hier auch Teamleistungen an der Hochschule abgeben und beschwert sich lautstark darüber, dass in seinem Team mindestens ein fauler Mensch ist, der nie zu den Teamtreffen ist und überhaupt nichts dazu beigetragen hat. Darüber werden wir uns dann nächste Woche unterhalten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Zuhören und bis nächste Woche.